vollendet hatte, sprach ihr zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Was werde Grabe will bereiten, so
Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was sollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriet.
Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm: Herr, trinket all.
Es
desgleichen sagten auch alle Jünger. Thank you.
ich will bei meinem Jesu, bei meinem Jesu war. Vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt sich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit in Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchem
welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt.
gallet. Ihr Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist sich möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und riefen ihn. Thank you.
die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, er soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mir denn 12 Legionen? Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stunde sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht begriffen. Aber das ist alles geschrieben, das erfüllet würde die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger
Gelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm auch von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf dass er sah, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten. Und fanden keines. Thank you.
Und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, was du uns sagst, ob du seist Christus, ihr Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Gott, der Hohepriester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünken euch? Sie antworteten und sprachen: Und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weißer, 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 Thank you.
saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläer? Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, sprach zu Pietro: Da hob er an, sie zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ihr der andere Welten, wie
Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, geweihte es ihm und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Passiert uns das Land, passiert uns das Land, da sie in uns und da sie Jesus. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es traurig, dass wir sehen, das ist und es fast im Leben. Denn es ist Blutgeld, denn es ist Blutgeld. Pilger, daher ist derselbige Acker genannt.
der Blutacke bis auf den baldigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vorhanden, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesaget wird, ihr sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Mann zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit Wesener Mächten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas!
von dem gesagt wird, er sei Christus. Sie sprachen alle, lass mich schon, lass mich schon. Thank you.
und sprachen: Lass den Kramer, 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 lass den Kramer. Da aber Pilatus sah, dass nicht schaffete, sondern dass ein viel größer Getümmel ward, nahm Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht mir zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Seid das Thank you.
Knechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand. Und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gepriesen, 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 gepriesen. Und speierten ihn an und nahmen das Roh und schlugen damit sein Haupt. Zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja.
Verdeutschet, Schädelschnitt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Galgen vermischet. Und da er schmeckete, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllt würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Aber vorüber gingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel Gottes bist, der Vater, der Vater, der Vater, der Vater,
an den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. An der Kirche und der Wege von demselben Stein, demselben Schiff. Ist sie den Türen, sie ist nur für die Türe, sie ist nur für die Türe, sie ist nur für die Türe, sie Thank you.
Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Wir hoffen den Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen! Elias kommt mit und ihm helfen. Aber Jesus schrie aber mal laut: Und verschied. Und die Erde erbebte, und die Welt zerrissen.
und die Gräber täten sich auf und stunden auf in Name der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen, das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen:
ich will Jesum selbst begraben. Und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gelassen, dass Jesus gefühlt.
sprach zu ihnen: Da habt ihr die Hüter, geht hin und verwarmet's, wie ihr's wisset. Sie gingen hin und verwarteten das Grab mit Hütern und versiegelten den Stein. Nun ist